Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. Jahr für Jahr. Gelesen von Volker Braumann. Das Jahr 1795. Einführung in den Briefwechsel des Jahres 1795. In dem Jahr 1795 setzen Schiller und Goethe den bereits recht regen Austausch, den sie während der zweiten Hälfte 1794 gepflegt hatten, nahtlos weiter fort. Und mehr noch, der Austausch intensiviert sich. Nicht nur was die Anzahl der Briefe anbelangt, die man sich gegenseitig schickt, es werden am Ende des Jahres 101 Briefe sein, sondern auch in der Tiefe der Auseinandersetzung mit den Ideen und Arbeiten des jeweils anderen. Natürlich finden sich auch in den Briefen mehr als nur Spuren davon, jedoch weniger, als man vielleicht erwarten würde. Aber dies erklärt sich schnell und leicht aus der Tatsache, dass beide so nah beieinander wohnen, Schiller in Jena, Goethe in Weimar, also nur etwa 20 Kilometer auseinander, dass man es bevorzugte, in sich nun häufenden direkten Treffen all die Dinge eingehend zu besprechen, die man in den Briefen nur anreißt. Nichtsdestotrotz geben uns die Briefe ein wunderbares Zeugnis von der sich weiter vertiefenden Beziehung zwischen Goethe und Schiller auf dem Weg hin zu einer mehr als nur literarischen Freundschaft. Goethe steckt weiter in der Arbeit am Wilhelm Meister, jenem groß angelegten Bildungsroman, mit dem als sein Zweitlingswerk in dieser Gattung so viele Erwartungen seitens des Publikums einhergehen. Erwartungen, die der Roman, man möchte fast sagen, naturgemäß nicht erfüllen kann. Goethe endete seinen letzten Brief des Jahres 1794 mit der Aussicht, nun, da er das dritte Buch des Wilhelm Meister beendet habe, Gelegenheit und Muße habe, bald im neuen Jahr Schiller in Jena zu besuchen. Und so geschieht es denn auch. Zusammen mit dem Maler und Kunstschriftsteller Johann Heinrich Meyer besucht Goethe im Januar 1795 Schiller in Jena. Und dies immerhin für 12 Tage. Man hat viel zu besprechen. Bereits einige Tage zuvor hatte Goethe Schiller einen neuen Teil des Manuskripts seines Romans zugesandt, mit der Bitte um Kritik. Schiller zeigt sich begeistert vom Wilhelm Meister, versteht es bei aller Euphorie aber auch, auf eine so behutsame und verständige Art und Weise Kritikpunkte und Änderungsvorschläge einzubringen, dass Goethe diese nicht abwehrt, sondern im Gegenteil diese aufgreift und sie teilweise in die Überarbeitung mit einfließen lässt. Goethe findet schnell Vertrauen in das sichere literarische Urteil von Schiller. Und dieses Vertrauen wird dann auch die Grundlage sein, auf der er der Kritik Schillers da, wo er meint, sie hören zu wollen und brauchen zu müssen, begegnet. Er steht ihr offen gegenüber. Und nicht nur das. Er fühlt sich von ihr angeregt. Und dies mitunter so sehr, dass er sich durch sie im Fortgang seiner Arbeit bestärkt sieht. So schreibt er nach der Rückkehr von seinem längeren Besuch in Jena an Schiller: Durch den guten Mut, den mir die neuerliche Unterredung eingeflößt, belebt, habe ich schon das Schema zum 5. und 6. Buche ausgearbeitet. Wie viel vorteilhafter ist es, sich in anderen als in sich selbst zu bespiegeln. Vergleicht man die Briefe von 1794 und 1795 miteinander, so kann man bemerken, dass der Ton zwischen den beiden Briefpartnern immer wärmer, ja, herzlicher wird. Goethe tut es gut, einen Freund an seiner Seite zu wissen, der seinen Wilhelm Meister grundsätzlich sehr hoch einschätzt. Denn dies ist beileibe nicht überall der Fall.
Der Roman fällt bei Lesern wie bei Kritikern allenthalben durch. Aber bloß warum? Und die vielleicht noch wichtigere Frage, berechtigterweise? Hören wir die Stimme eines Kritikers und lassen uns erklären, was man an dem Wilhelm Meister auszusetzen hat. Man kann jetzt, schreibt dieser, über dem bunten Trödelmarkt der deutschen Lesewelt kaum mit flüchtigem Fuß hineilen, ohne dass uns nicht die lautesten Klagen über Meisters Lehrjahre ins Ohr schallen. Wegen langweiliger Stellen, vernachlässigter Einheit des Plans und unnatürlich herbeigeführter Episoden. Also Langeweile, Planlosigkeit und Konstruiertheit. Eine derartige Kritik muss einen Schriftsteller hart treffen. Aber damit ist die Liste der Anwürfe noch längst nicht zu Ende. Friedrich Schlegel urteilt, dass diese Lehrjahre eher jeden anderen zum tüchtigen Künstler oder zum tüchtigen Mann bilden wollen und bilden können, als Wilhelmen selbst. Novalis resümiert, dass es ein fatales und albernes Buch sei. Und der Literat und langjährige Freund Friedrich Heinrich Jacobi kommt zu dem moralischen Urteil, es herrsche ein gewisser unreiner Geist vor. Will sagen, der Roman ist unschicklich, schlüpfrig, also sittenlos. Gegen diese in Teilen doch vernichtende Kritik nehmen sich Schillers kritische Bemerkungen geradezu harmlos aus. Womöglich auch deswegen, weil sie weniger die Moral betreffen als vielmehr erzähltechnische Fragen. Er schreibt, es sieht zuweilen aus, als schrieben sie für den Schauspieler, da sie doch nur von dem Schauspieler schreiben wollen. Goethe lässt die Kritik gelten, sieht sie ein und streicht ganze Passagen. Das Jahr 1795 ist auch das Jahr der ersten 12 Ausgaben der Huren, jener Zeitschrift, mit der Schiller auf dem Markt der kunst- und philosophieorientierten Blätter neue Maßstäbe setzen will. Da Goethe sich bereit erklärt hat, daran mitzuwirken, steht er nun in der Pflicht, regelmäßig Beiträge zu liefern. Und er liefert auch. So schreibt er für die Horen das in den Briefen immer wieder erwähnte Märchen. Auch die römischen Elegien erscheinen dort, noch so ein Konvolut schlüpfriger Texte. Ansonsten ist Goethe aber in diesem Jahr auch recht viel unterwegs. So zunächst in Karlsbad zur Kur, dann in Ilmenau und Eisenach als Geheimer Rat. Auch ist er unterwegs nach Frankfurt. Aber der erste Koalitionskrieg ist voll im Gange und zwingt ihn zur Umkehr. Von derlei Reisetätigkeit kann Schiller nur träumen, was seinem schlechten Gesundheitszustand zuzuschreiben ist. Im April folgt einem allgemeinen Unwohlsein eine stärkere Erkältung. Im Juni plagen ihn Zahn- und Kopfschmerzen. Im Juli und August leidet er unter Krämpfen. Und im September geht es ihm so schlecht, dass er schreibt, mein altes körperliches Leiden setzt mir diesen Sommer sehr hartnäckig zu und macht mich ununterbrochen zum Gefangenen meines Zimmers. Während dieses mehrwöchigen Eingeschlossen- und Abgetrenntseins vom Außen arbeitet Schiller, wann immer es ihm möglich ist, meistens des Nachts, an einem Gedicht, das, würde man es nicht besser wissen, den Eindruck macht, als habe sein Autor im Moment des Niederschreibens der Verse die Natur mit der vollen Schärfe seiner Sinne wahrgenommen und erlebt. Aber so war es wohl nicht. Schiller ging nicht durch Wiesen und Wälder, während er an seiner Elegie arbeitete.
sondern saß viel wahrscheinlicher an seinem Schreibtisch und rang die Zeilen der Erinnerung und der Sehnsucht ab. Als Goethe ihn Anfang Oktober besuchen kommt, ist das Gedicht fertig. Schiller trägt es ihm vor. Und Goethe bemerkt die Nähe, in die Schiller mit seiner Lyrik zu der seinen rückt. Schiller selbst wird die Elegie resümierend als eines seiner besten Gedichte erachten. Er veröffentlicht es noch im selben Jahr in den Horen und wird es unter anderem Namen und in leicht gekürzter Form in seine Gedichtsammlung aufnehmen. Heute kennen wir es unter dem Namen »Der Spaziergang«. Folgen wir Schiller ruhig ein paar Schritte auf seinem imaginären Spaziergang durch die Natur. Sei mir gegrüßt, mein Berg, mit dem rötlich strahlenden Gipfel. Sei mir Sonne gegrüßt, die ihn so lieblich bescheint. Dich auch grüß ich, belebte Flur, euch säuselnde Linden und den fröhlichen Chor, der auf den Ästen sich wiegt. Ruhige Bläue, dich auch, die unermesslich sich ausgießt um das braune Gebirg, über den grünenden Wald, auch um mich, der endlich entflohen des Zimmers Gefängnis und dem engen Gespräch freudig sich rettet zu dir. Deine Lüfte balsamischer Strom durchrinnt mich erquickend und in durstigem Blick labt das energische Licht. Kräftig auf blühender Au erglänzen die wechselnden Farben. Aber der reizende Streit löset in Anmut sich auf. Frei empfängt mich die Wiese mit weithin verbreitetem Teppich. Durch ihr freundliches Grün schlingt sich der ländliche Pfad. Um mich summt die geschäftige Biene. Mit zweifelndem Flügel wiegt der Schmetterling sich über dem rötlichen Klee. Glühend trifft mich der Sonne Pfeil. Still liegen die Weste. Nur der Lerche Gesang wirbelt in heiterer Luft. Doch jetzt braust's aus dem nahen Gebüsch. Tief neigen der Erlen Kronen sich. Und im Wind wogt das versilberte Gras. Mich umfängt ambrosische Nacht. In duftende Kühlung nimmt ein prächtiges Dach schattender Buchen mich ein. In des Waldes Geheimnis entflieht mir auf einmal die Landschaft. Und ein schlängelnder Pfad leitet mich steigend empor. Nur verstohlen durchdringt der Zweige laubig des Gitter sparsames Licht. Und es blickt lachend das Blaue herein. Aber plötzlich zerreißt der Flor. Der geöffnete Wald gibt überraschend des Tages blendendem Glanz mich zurück. Unabsehbar ergießt sich vor meinem Blicken die Ferne. Und ein blaues Gebirg endigt im Dufte die Welt. Der Spaziergang gehört zu einer ganzen Reihe von Gedichten, die Schiller 1795 verfasst hat. Dies an sich wäre noch nicht ungewöhnlich oder erwähnenswert, wenn das Verfassen seines letzten Gedichtes vor 1795 nicht bereits fast 7 Jahre zurückläge. Nach der Bewältigung von Dramen wie dem Don Carlos und mit großem Ernst betriebenen Ausflügen in die Philosophie kehrt Schiller nun also 1795 zur Lyrik zurück.
Manches davon erscheint in dem von ihm herausgegebenen Musenalmanach, manches auch in den Horen, die er aber nicht in jeder Monatsausgabe mit eigenen Beiträgen füllt. Stellt sich das Unternehmen Horen zu Beginn der Herausgabe als erfolgreich und zukunftsträchtig dar, so kommen doch auch recht bald Zweifel bei Schiller an der finanziellen Tragfähigkeit der Zeitschrift auf. Zweifel, die er auch gegenüber Goethe brieflich äußert. Aber neben seinem schlechten Gesundheitszustand ist das nicht die einzige Sorge, die Schiller in diesen Wochen und Monaten belastet. Schiller lehnt einen Beitrag, den sein Freund und Philosoph Johann Gottlieb Fichte für die Horen geschrieben hat, mit der Begründung ab, die Gedanken, die er darin entwickle, seien zu verworren. Hören wir einmal hinein, wie Schiller Fichte diese heikle Nachricht übermittelt. Und achten wir besonders auf Ton und Wortwahl. Denn Ähnliches wird man in seiner Korrespondenz mit Goethe schwerlich finden. Am 23. Juni 1795 teilt er Fichte Folgendes mit. »So sehr mich der Anblick Ihres Manuskripts erfreute, lieber Freund, und so ungern ich einen Beitrag misse, auf den schon ganz sicher gerechnet war, so sehe ich mich doch genötigt, ihn zurückzuschicken. Ich müsste dieses, wenn der Inhalt auch noch so sehr meinen Beifall hätte. Denn sowohl seine unförmliche Größe, die der Anfang erwarten lässt, als die, wenigstens was diese erste Probe betrifft, trockene, schwerfällige und, verzeihen Sie es mir, nicht selten verwirrte Darstellung, schließen ihn schon an sich von den Horen aus. Ich muss es aber umso mehr, da mich der Inhalt desselben nicht viel besser als die Form befriedigt. Fichte ist brüskiert und schreibt dementsprechend pikiert zurück. Hören wir auch hier einmal hinein, denn so wie Schiller und Fichte hier aneinander geraten, werden Goethe und Schiller sich nie begegnen. Fichte, bereits nicht mehr in Jena, sondern in Osmannstedt bei Weimar, kontert am 27. Juni 1795 zurück, indem er schreibt: »Die Verworrenheit der Begriffe, die Sie mir zutrauen, ist ein wenig arg. Ich konnte Ihnen nicht zumuten, dass Sie die Aufgabe gegen den gewöhnlichen Sinn der Worte, der mir keinen Sinn zu haben scheint, fassten, wie ich sie gefasst habe. Aber ich konnte erwarten, dass Sie einen Mann, von dessen philosophischem Talent Sie bis jetzt vorteilhaft geurteilt und dem Sie einen ehrenvollen Platz in den Horen bestimmt hatten, zutrauten, er möchte vielleicht durch Richtung seines Nachdenkens auf einem bestimmten Gegenstand etwas an demselben entdeckt haben, welches Sie ohne diese bestimmte Richtung Ihres Nachdenkens nicht sehen. Nicht aber, dass Sie auf einmal in ihm den verworrensten aller verworrenen Köpfe vermuten würden. Ich habe mich geirrt, wie ich sehe. Die Sache ist die: Sie haben meine Ausschrift unrichtig, oder, dass ich es gerade heraus sage, Sie haben die ganze Idee gar nicht verstanden. Denn der Sinn, den Sie ihr geben, ist kein Sinn. Nachdem Fichte sich zunächst dazu herausgefordert sah, sein Philosophieren vor Schiller zu rechtfertigen, geht er im weiteren Verlauf des Briefes zum Gegenangriff über und unterstellt Schiller nun im Gegenzug, selbst nur Verworrenes in der Philosophie hervorzubringen. So verworren, dass niemand wisse, was er, Schiller, eigentlich zum Ausdruck bringen wolle. Hören wir uns auch das einmal an. Dass wir über den populären philosophischen Vortrag sehr verschiedene Grundsätze haben, erfahre ich nicht erst seit heute. Ich habe es schon aus Ihren eigenen philosophischen Schriften gesehen. Sie gehen größtenteils analytisch, den Weg des strengen Systems, und setzen die Popularität in Ihren unermesslichen Vorrat von Bildern, die Sie fast allenthalben statt des abstrakten Begriffs setzen. Bei mir steht das Bild nicht an der Stelle des Begriffs, sondern vor
oder nach dem Begriffe, was gleich ist. Ich sehe darauf, dass es passe. Ich glaube, die in den Briefen gebrauchten passen sehr genau. Wo ich nicht irre, haben alle alte und neuere Schriftsteller, die in dem Ruhme des guten Vortrages stehen, es so gehalten, wie ich es zu halten strebe. Ihre Art aber ist völlig neu. Und ich kenne unter den Alten und Neuern keinen, der darin mit Ihnen zu vergleichen wäre. Sie fesseln die Einbildungskraft, welche nur frei sein kann, und wollen dieselbe zwingen zu denken. Das kann sie nicht. Daher, glaube ich, entsteht die ermüdende Anstrengung, die mir ihre philosophischen Schriften verursachen und die sie mehreren verursacht haben. Ich muss alles von ihnen erst übersetzen, ehe ich es verstehe. Und so geht es anderen auch. Ihre philosophischen Schriften sind gekauft, bewundert, angestaunt, aber, soviel ich merke, weniger gelesen und gar nicht verstanden worden. Und ich habe im größeren Publikum keine Meinung, keine Stelle, kein Resultat daraus anführen hören. Jeder lobt, so sehr er kann. Aber er hütet sich wohl vor der Frage, was denn eigentlich darin stehe. Unschwer ist in diesem Brief die Gekränktheit herauszuhören, mit der Fichte auf Schillers Absage reagiert. Zwei Philosophen bekommen sich über ihr unterschiedliches Verständnis, wie Philosophieren gehe, mächtig in die Haare. Derlei deftige Auseinandersetzungen finden zwischen Schiller und Goethe nicht statt. Und das, obwohl beide in ihren literarischen Anschauungen mitunter weit auseinanderliegen. Der Grund dafür mag weniger im Gegenstand selbst liegen, als vielmehr in der Achtung, mit der man sich gegenseitig begegnet. Und diese Achtung vor dem anderen ist es denn auch, welche das Fundament bildet für die schließlich unverbrüchliche Freundschaft, die beide in den kommenden Jahren zueinander hegen. Fichte wirft nun Schiller im Grunde vor, vom Philosophieren nichts zu verstehen. Eine Einschätzung, die eine Persönlichkeit wie Schiller, die gern zum Selbstzweifel neigt, verunsichern muss. Zumal sie von einem Philosophen stammt. Aber nicht nur das wühlt Schiller in der zweiten Jahreshälfte auf. Zu alledem hagelt es boshafte Kritik aus anderen Konkurrenzblättern über Herders Homer-Aufsatz, erschienen in seinen Horen. Schiller als deren Herausgeber sieht sich nun herausgefordert, sich vor Herder zu stellen und Boshaftigkeit mit Boshaftigkeit zu parieren. In Goethe nun sucht und findet er einen Mitstreiter in der Planung und Durchführung der Strafexpedition. Gerade in einer so die Gemüter erhitzenden Angelegenheit zeigen sich die doch unterschiedlich gelagerten Temperamente der beiden. Während Schiller am liebsten sofort zurückschlagen würde, bewahrt Goethe kühlen Kopf und heckt einen Plan aus, der mehr Schlagkraft entwickelt und die Gegenseite deutlich härter trifft. So wird am Ende des Jahres 1795 von Goethe die Idee der Xenien geboren. Eine große Sammlung stichelnder Epigramme, die Schiller und Goethe gemeinsam als eine Art Abrechnung mit dem Literaturbetrieb verfassen. Diese Xenien werden schließlich nur noch das bestärken, was die beiden bereits eingegangen sind. Einen Bund. Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. Das Jahr 1795. Brief von Schiller. Jena. Den 2. Januar 1795. Meine besten Wünsche zu dem neuen Jahre und noch einen herzlichen Dank für das Verflossene, das mir durch Ihre Freundschaft vor allen übrigen ausgezeichnet und unvergesslich ist.
Ich habe es mit vielem Fleiße beschlossen. Und um etwas vollendet zu haben, wann Sie kommen, habe ich mir in diesen letzten Tagen etwas zugemutet. Nun bin ich mit dieser Arbeit zu Ende und sie kann Ihnen, wenn Sie kommen, vorgelegt werden. Die Epistel, für die ich Ihnen bestens danke, liegt noch bei mir. Denn da das andere, was zunächst darauf folgen sollte, noch nicht fertig war, so konnte ich sie allein nicht abschicken. Auch pressierte es weniger, weil mir noch mehr Manuskripte zum ersten Stück der Horen abgefordert wurde, da selbst die fichtische Abhandlung nicht reichte und also die Erscheinung dieses Stücks um 14 Tage verzögert wird. Herr Professor Meyer wird mich entschuldigen, dass ich einen Teil seines Aufsatzes ohne seine spezielle Erlaubnis noch für dieses erste Stück abgeschickt habe. Es war nicht möglich, ihm solchen nach meiner Bearbeitung wieder vorzulegen, weil ich ihn noch an demselben Posttag musste abgehen lassen. Indessen glaube ich, ihn im Voraus versichern zu können, dass er damit zufrieden sein werde, weil meine Änderungen sich schlechterdings nur auf das Äußere beschränkten. Dieser Aufsatz hat mir sehr viel Freude gemacht und er wird ein sehr schätzbares Stück für die Horen sein. Es ist etwas so äußerst Seltenes, dass ein Mann wie Meyer Gelegenheit hat, die Kunst in Italien zu studieren. Oder dass einer, der diese Gelegenheit hat, gerade ein Meyer ist. Die Klopstockische Ode, von der Sie schreiben, habe ich nicht gelesen. Und wenn Sie solche noch haben, bitte ich Sie mitzubringen. Der Titel lässt schon eine solche Geburt erwarten. Auf die Fortsetzung des Meisters, die Sie doch auch mitbringen werden, freue ich mich gar sehr. Und ich kann sie jetzt recht genießen, da ich nach einer individuellen Darstellung ordentlich lechze. Möchten Sie uns doch einige Szenen aus dem Faust noch zu hören geben? Frau von Kalb, die etwas davon wusste, hat mich neuerdings äußerst begierig danach gemacht. Und ich wüsste nicht, was mir in der ganzen dichterischen Welt jetzt mehr Freude machen könnte. Ihre Aufträge wegen Obereit werden besorgt. Gegenwärtig hat er noch zu leben, weil ihm von Meiningen Geld geschickt worden ist. Etwas von den 4 Louisdor wird man notwendig auf seine Bekleidung wenden müssen, besonders da man ihm dadurch die Möglichkeit verschafft, fremde Tische zu besuchen, von denen ihn bis jetzt sein philosophischer Zynismus ausgeschlossen hat. Ich hoffe, in wenigen Tagen entweder Sie selbst zu sehen oder doch von der Zeit Ihrer Ankunft Nachricht zu erhalten. Alles empfiehlt sich Ihnen aufs Beste. Schiller. Brief von Goethe, Weimar, den 3. Januar 1795. Viel Glück zum neuen Jahre. Lassen Sie uns dieses zubringen, wie wir das vorige geendigt haben. Mit wechselseitiger Teilnahme an dem, was wir lieben und treiben. Wenn sich die Gleichgesinnten nicht anfassen, was soll aus der Gesellschaft und der Geselligkeit werden? Ich freue mich in der Hoffnung, dass Einwirkung und Vertrauen sich zwischen uns immer vermehren werden. Hier der erste Band des Romans, das zweite Exemplar für Humboldts. Möge das zweite Buch Ihnen wie das erste Freude machen. Das dritte bringe ich im Manuskript mit. Die Gespenstergeschichten denke ich zur rechten Zeit zu liefern. Auf Ihre Arbeit bin ich voller Verlangen. Meyer grüßt. Wir kommen wahrscheinlich sonntags, den 11. In der Zwischenzeit hören Sie noch von mir. Leben Sie recht wohl. Weimar. Den 3. Januar 1795. Goethe.
Brief von Goethe, Weimar, den 7. Januar 1795. Hier erscheint auch das dritte Buch, dem ich eine gute Aufnahme wünsche. Sonnabends erhalten Sie meine Märchen für die Horen. Ich wünsche, dass ich meines großen Vorfahren in Beschreibung der Ahndungen und Visionen nicht ganz unwürdig möge geblieben sein. Sonntagnachmittage sehe ich Sie. Abends habe ich mich mit Hofrat Loder in den Club engagiert. Meier kommt mit und grüßt Sie bestens. Ich freue mich sehr auf Ihre neue Arbeit und habe mir schon manchmal gedacht, welchen Weg Sie wohl möchten genommen haben. Werde mir es aber wohl nicht erdenken. Leben Sie recht wohl und empfehlen Sie mich den Ihrigen. Weimar, den 7. Januar 1795. Goethe. Brief von Schiller, Jena, den 7. Januar 1795. Für das überschickte Exemplar des Romans empfangen Sie meinen besten Dank. Ich kann das Gefühl, das mich beim Lesen dieser Schrift, und zwar in zunehmendem Grade, je weiter ich darin komme, durchdringt und besitzt, nicht besser als durch eine süße und innige Behaglichkeit, durch ein Gefühl geistiger und leiblicher Gesundheit ausdrücken. Und ich wollte dafür bürgen, dass es dasselbe bei allen Lesern im Ganzen sein muss. Ich erkläre mir dieses Wohlsein von der durchgängig darin herrschenden ruhigen Klarheit, Glätte und Durchsichtigkeit, die auch nicht das Geringste zurücklässt, was das Gemüt unbefriedigt und unruhig lässt und die Bewegung desselben nicht weiter treibt, als nötig ist, um ein fröhliches Leben in die Menschen anzufachen und es zu erhalten. Über das Einzelne sage ich Ihnen nichts, bis ich das dritte Buch gelesen habe, dem ich mit Sehnsucht entgegensehe. Ich kann Ihnen nicht ausdrücken, wie peinlich mir das Gefühl oft ist, von einem Produkt dieser Art in das philosophische Wesen hineinzusehen. Dort ist alles so heiter, so lebendig, so harmonisch aufgelöst und so menschlich wahr. Hier alles so strenge, so rigid und abstrakt und so höchst unnatürlich, weil alle Natur nur Synthesis und alle Philosophie Antithesis ist. Zwar darf ich mir das Zeugnis geben, in meinen Spekulationen der Natur so treu geblieben zu sein, als sich mit dem Begriff der Analysis verträgt. Ja, vielleicht bin ich ihr treuer geblieben, als unsere Kantianer für erlaubt und für möglich hielten. Aber dennoch fühle ich nicht weniger lebhaft den unendlichen Abstand zwischen dem Leben und dem Raisonnement und kann mich nicht enthalten, in einem solchen melancholischen Augenblick für einen Mangel in meiner Natur auszulegen, was ich in einer heiteren Stunde bloß für eine natürliche Eigenschaft der Sache ansehen muss. So viel ist indes gewiss. Der Dichter ist der einzige wahre Mensch. Und der beste Philosoph ist nur eine Karikatur gegen ihn. Dass ich voller Erwartung bin zu wissen, was Sie zu meiner Metaphysik des Schönen sagen, darf ich Ihnen nicht erst versichern. Wie das Schöne selbst aus dem ganzen Menschen genommen ist, so ist diese meine Analysis desselben aus meiner ganzen Menschheit herausgenommen. Und es muss mir allzu viel darin liegen zu wissen, wie diese mit der ihrigen zusammenstimmt. Ihr Hiersein wird eine Quelle von Geistes- und Herzensnahrung für mich sein. Besonders sehne ich mich auch danach, gewisse Dichterwerke in Gemeinschaft mit Ihnen zu genießen. Sie versprachen mir, mich bei Gelegenheit Ihre Epigramme hören zu lassen. Es wäre eine große Freude mehr für mich, wenn dieses bei Ihrem jetzigen Aufenthalt in Jena anginge, da es doch problematisch ist,
wie bald ich nach Weimar kommen kann. Mayern bitte ich mich recht freundschaftlich zu empfehlen. Alles bei uns freut sich auf ihre beiderseitige Ankunft herzlich. Und niemand mehr als ihr aufrichtiger Verehrer und Freund Schiller. Eben da ich schließen will, erhalte ich die willkommene Fortsetzung Meisters. Tausend Dank dafür. Brief von Goethe, Weimar, den 10. Januar 1795. Dem Vorsatze, Sie morgen zu sehen und einige Zeit in Ihrer Nähe zu bleiben, hat sich nichts entgegengestellt. Ich wünsche Sie wohl und munter anzutreffen. Beikommendes Manuskript habe ich nach der Abschrift nicht wieder durchsehen können. Es sollte mir lieb sein, wenn Ihnen meine Bemühung, mit dem großen Hennings zu wetteifern, nicht missfiele. Leben Sie recht wohl und grüßen Frau und Freunde. Weimar, den 10. Januar 1795. Goethe. Brief von Schiller. Jena, den 25. Januar 1795. Wären Sie einen Tag länger bei uns geblieben, so hätten wir den Advent der Horen zusammen feiern können. Gestern kamen Sie, und hier übersende ich Ihnen die gebührenden Exemplarien, nebst einem für unseren Freund Meyer. Es stehen Ihnen mehrere zu Dienst, sobald Sie darin benötigt sein sollten. Ach, ich wünschte nur, dass die äußere Gestalt ihrer beider Beifall haben möchte. Cotter schreibt sehr zufrieden. Es sind bereits so viele Bestellungen gemacht worden, dass er sich einen recht großen Absatz verspricht, welches im Mund eines Verlegers eine glaubwürdige Versicherung ist. Da ich diese Tage ein Paket an Jacobi zu schicken habe, so bitte ich Sie, mit dem bewussten Brief an ihn zum Einschluss zu senden, weil ich Sie mit meinem Paket nicht belästigen mag. Auch wünschte ich zu wissen, ob Sie etwa schon eins von Ihren Exemplarien dem Herzog zugedacht haben, in welchem Fall ich unterlassen würde, ihm eins zu präsentieren. Aus den überschickten Göttinnen habe ich mit Vergnügen ersehen, dass Sie und unser großer Ofenfreund die kalte Region glücklich passiert sind. Die kolossalische Frau freut mich sehr, und ich werde ihr oft gegenüberstehen. Und auch der göttlichen Jungfrau, welche, den Kummer über die Sterblichkeit abgerechnet, ganz vortrefflich ist. Alles empfiehlt sich Ihrem Andenken bestens. Ganz der Ihrige, Schiller. Brief von Goethe, Weimar, den 27. Januar 1795. Für die übersendeten Exemplare der Horen danke ich. Sie nehmen sich noch ganz artig aus. Eins der kleinen Exemplare habe ich in Ihrem Namen dem Herzog überreicht und wünschte, dass Sie ihm bei dieser Gelegenheit ein Wort schrieben. Oh, ich zweifle nicht, dass das Journal gut gehen wird. Mein drittes Buch ist fort. Ich habe es nochmals durchgesehen und Ihre Bemerkungen dabei vor Augen gehabt. Diese Woche vergeht unter anhaltender Theaterqual. Dann soll es wieder frisch an die vorgesetzten Arbeiten gehen. Ich wünsche Gesundheit und Lust zu den Ihrigen. Meyer grüßt. Nehmen Sie wiederholten Dank für alles Gute, was Sie uns in Jena gegönnt. Weimar, den 27. Januar 1795. Goethe. Ah, und noch etwas. Da ich wünschte, dass der Aufsatz des Herrn von Humboldt, wie alle anderen, im Zweifel wegen des Verfassers ließe, so wäre vielleicht gut, das Zitat, wo der Bruder angeführt ist, wegzulassen. Besonders, da es fast das Einzige ist und Mutmaßungen erregen und bestärken könnte.
Und zwar weiß ich wohl, dass wir sehr offenbar Verstecken spielen. Doch halte ich es für sehr ersprießlich, dass der Leser wenigstens erst urteilen muss, ehe er erfährt, wer sein Autor sei. Bitte um das Paket an Jacobi, das ich sogleich absenden werde. Brief von Schiller, Jena, den 28. Januar 1785. Ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie so gütig waren, den Herzog in meinem Namen ein Exemplar der Horen zu überreichen. Es folgt solches hier zurück. Und da ich auf den nächsten Sonnabend noch einige neue Exemplarien von Cotta zu erwarten habe, so lege ich zu Ihrem Gebrauche noch einige nebst dem Paket an Jacobi bei. An den Herzog habe ich heute geschrieben. Was er zu unseren Horen sagt, werde ich wohl einmal von Ihnen hören. Endlich habe ich die merkwürdige Rezension der Horen von Schütz in Manuskript gelesen. Für unseren Zwecke ist sie ganz gut und um vieles besser als für unseren Geschmack. Die Bilder aus Utopien mochten seine Imagination noch nicht ganz verlassen haben, als er sie niederschrieb, denn vom Essen ist reichlich die Rede darin. Es ist zu loben, dass er aus der Epistel viele Stellen angeführt hat. Gegen mich hat er einiges auf dem Herzen, was er mir aber nicht zeigen wollte, um keine Kollusion sich schuldig zu machen. Es soll mir lieb sein, wenn er dadurch auf eine geschickte Art den Ruf der Unparteilichkeit behauptet. An Herdern schrieb ich dieser Tage und bitte Sie sehr, wenn Sie Gelegenheit finden, mein Gesuch bei ihm zu unterstützen. Mich haben seit Ihrer Abreise von hier die Musen nicht viel besuchen wollen. Und es muss besser gehen, wenn ich dem Zentaur des vierten Stücks Ehre machen soll. Die Kinder haben die Blattern bekommen und auf eine sehr glückliche Art, ohne alle üblen Zufälle. Alles empfiehlt sich Ihnen aufs Beste. Schiller. Brief von Goethe, Weimar, den 11. Februar 1795. Wie sehr wünschte ich, dass Sie mein viertes Buch bei guter Gesundheit und Stimmung antreffen und Sie einige Stunden unterhalten möge. Darf ich bitten anzustreichen, was Ihnen bedenklich vorkommt? Herrn von Humboldt und den Damen empfehle ich gleichfalls meinen Helden und seine Gesellschaft. Komme ich Sonnabend nicht, wie ich doch hoffen kann, so hören Sie mehr von mir. Meier grüßt vielmals. Weimar, den 11. Februar 1795. Goethe. Brief von Goethe, Weimar, den 18. Februar 1785. Sie sagten mir neulich, dass Sie bald zu uns herüberzukommen gedächten. Ob nun schon, wie ich fürchte, das abermals eingefallene kalte Wetter Sie abhalten wird, so wollte ich doch auf jeden Fall einen Vorschlag tun. Sie könnten beide bei mir einkehren. Oder wenn auch das Frauchen sich lieber woanders einquartierte, so wünschte ich doch, dass Sie wieder das alte Quartier bezögen. Machen Sie es ganz nach Ihrem Sinne. Sie sind mir beide herzlich willkommen. Durch den guten Mut, den mir die neuerliche Unterredung eingeflößt, belebt, habe ich schon das Schema zum 5. und 6. Buche ausgearbeitet. Wie viel vorteilhafter ist es, sich in anderen als in sich selbst zu bespiegeln. Kennen Sie die kantischen Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen von 1771?
Es wäre eine recht artige Schrift, wenn die Worte »schön« und »erhaben« auf dem Titel gar nicht stünden und im Bücherchen selbst seltener vorkämen. Es ist voll allerliebster Bemerkungen über die Menschen, und man sieht seine Grundsätze schon keimen. Ah, gewiss kennen Sie es schon. Ist denn von dem abwesenden Herrn von Humboldt noch keine Nachricht eingegangen? Empfehlen Sie mich Ihrem Kreise und fahren Sie fort, mich durch Ihre Liebe und Ihr Vertrauen zu erquicken und zu erheben. Weimar, den 18. Februar 1795. Goethe. Brief von Schiller. Jena, den 19. Februar 1795. Ach, das elende Wetter hat wieder allen meinen Mut mit fortgenommen. Und meine Türschwelle ist wieder die alte Grenze meiner Wünsche und meiner Wanderschaft. Wie gern will ich von Ihrer Einladung Gebrauch machen, sobald ich meiner Gesundheit ein wenig trauen kann. Sollte ich Sie auch nur auf etliche Stunden sehen. Mich verlangt herzlich danach. Und meine Frau, die sich sehr auf diesen Besuch bei Ihnen freut, wird mir keine Ruhe lassen, ihn auszuführen. Ich gab Ihnen neulich treu den Eindruck zurück, den Wilhelm Meister auf mich machte. Und es ist also, wie billig, Ihr eigenes Feuer, an dem Sie sich wärmen. Körner schrieb mir vor einigen Tagen mit unendlicher Zufriedenheit davon. Und auf sein Urteil ist zu bauen. Nie habe ich einen Kunstrichter gefunden, der sich durch die Nebenwerke an einem poetischen Produkt so wenig von dem Hauptwerke abziehen ließe. Er findet in Wilhelm Meister alle Kraft aus Werthers Leiden, nur gebändigt durch einen männlichen Geist und zu der ruhigen Anmut eines vollendeten Kunstwerks geläutert. Was Sie von der kleinen Schrift Kants schreiben, erinnere ich mich bei Lesung derselben auch empfunden zu haben. Die Ausführung ist bloß anthropologisch, und über die letzten Gründe des Schönen lernt man darin nichts. Aber als Physik und Naturgeschichte des Erhabenen und Schönen enthält es manchen fruchtbaren Stoff. Für die ernsthafte Materie schien mir der Stil etwas zu spielend und blumenreich. Ein sonderbarer Fehler an einem Kant, der aber wieder sehr begreiflich ist. Herder hat uns mit einem gar glücklich gewählten und ausgeführten Aufsatz beschenkt, worin der so gangbare Begriff vom eigenen Schicksal beleuchtet wird. Materien dieser Art sind für unseren Gebrauch vorzüglich passend, weil sie etwas Mystisches an sich haben und die Behandlung doch an irgendeine allgemeine Wahrheit angeknüpft werden. Weil doch eben vom Schicksal die Rede ist, so muss ich Ihnen sagen, dass ich dieser Tage auch über mein Schicksal etwas entschieden habe. Meine Landsleute haben mir die Ehre angetan, mich nach Tübingen zu vozieren, wo man sich jetzt sehr mit Reformen zu beschäftigen scheint. Aber da ich doch einmal zum akademischen Lehrer unbrauchbar gemacht bin, so will ich lieber hier in Jena, wo ich gern bin und womöglich leben und sterben will, als irgend anderswo müßig gehen. Ich habe es also ausgeschlagen und mache mir daraus kein Verdienst, denn meine Neigung entschied schon allein die ganze Sache, so dass ich gar nicht nötig hatte, mich der Verbindlichkeiten zu erinnern, die ich unserem guten Herzog schuldig bin und die ich ihm am liebsten vor allen anderen schuldig sein mag. Für meine Existenz glaube ich nichts besorgen zu dürfen, solange ich noch einigermaßen die Feder führen kann. Und so lasse ich den Himmel walten, der mich noch nie verlassen hat. Herr von Humboldt aus Bayreuth ist noch nicht hier und hat über seine Ankunft auch noch nichts Bestimmtes geschrieben. Hier folgen auch die weißhuhnischen Blätter, von denen ich Ihnen neulich sagte. Ich bitte Sie mir bald zurück. Herzlich empfehlen wir uns alle Ihrem Andenken. Schiller.